Ja, fahr doch, Mann! Ob ich noch so viel Ahnung habe, weiß ich nicht. Aber ja, versuchen wir nicht. Grüß dich, mein Freund. Komm, geh rüber mit Füchschen. Ja. Da ist man mal Schütte fallen, ihr kennt alles, ne? So, sollen wir anfangen? Frage 1. Für die Fortuna war es ein Derby, für den Gegner nicht unbedingt. Gegen wen gewannen die Rot-Weißen Ende März zu Hause mit 3:1? Gladbach. Nach 15 Minuten 3:0 geführt. Super! Guter Anfang. Ich habe selber Fortuna gespielt. Wo? Ja, hier. Fortuna damals in Jugend, war ich vielleicht 15. Wer war dein Trainer? Der gestorben ist, der bei LTU war, der Herr Peskens, genau. Mhm. So lange ist er schon her. Ja, der hat mich auch zu Fortuna geholt als Jugendtrainer. Ach ja. Lang ist her. Was hätten wir ohne Fortuna? Ja. Wären wir auch nicht so leidensfähig. Frage 2. Welches war die am weitesten entfernte Auswärtstour für alle Fortunen in der Saison 2018-2019? Tja, das ist die Frage. München oder Berlin? Wollen wir München nehmen? Ja. Komm, wir nehmen München. Die richtige Antwort lautet B. München. Eine Entfernung von 617 Kilometern nach Fingern. Wo ist denn Berlin dann? Ja, haben wir gut gemacht. Ja? Frage 3. In welchem Jahr wurde die neue Arena in Düsseldorf mit einem sogenannten Pre-Opening eingeweiht? A. Im Jahr 2000. B. 2002. C. 2004. Oder D. 2006. Ah, da war die Union Berlin, da 2:1. Wo die Leute auf der Stufe saßen, ja, genau. Weil die Bänke waren noch nicht genau ausgebaut. Nee, die gibt doch keine 17 Jahre. Wir reden vom Pre-Opening. Was ist denn Pre-Opening? Ja, das war doch das Spiel, wo die Arena noch gar nicht fertig war. Da haben die eröffnet, aus irgendwelchen Gründen, und danach hast du noch mal ein paar Mal im Flingerbrüche gespielt. Mal haben die gerechnet mit 20.000 Zuschauern. Man 38 da waren, ja. Genau, da bin ich an dem Tag bin ich im Urlaub gefahren. Also entweder 2:2 oder 2:4. Ja, machen wir 2:4. Ja. Komm, 2:4. Die richtige Antwort lautet C. Es war im Jahr 2004. Frage 4. Welcher Wikinger spielte von 1981 bis 1985 bei der Fortuna? A.T. Edvardsson. A. Tordo Gudjonsson. B. Asgeir Sigurvinsson. C. Alfred Finnbogason. Oder D. Atli Edvardsson. Atli Edvardsson. D. Sicher? Sicher. Müsste sein. Die richtige Antwort lautet D. D. Das war der Isländer Atli Edvardsson. Aha. Gut. Ja. Aha. Aber die sind doch nicht doof, ne? Frage 5. Nenne 2 von 3 Spitznamen folgender Fortunen. Günther Thiele, Schädel. Robert Niestreu, Pico. Heiner Baltes. Also Pico, Schädel, wie ist denn der Baltes? Also, ja gut. 2 haben wir ja. 2 haben wir. 2 habt ihr. Die dritte komme ich jetzt immer. Die richtigen Antworten lauten Günther, Heiße Schädel, Thiele, Robert, Pico, Niestreu und Heiner, Eisenfuß. Eisenfuß. Ja, Jungs. Wir sind ganz gut, ne? Ich habe richtige Leute ausgesucht. Das stimmt. 5 richtige Antworten. Na, ich finde das aber eine schöne Sache hier. Finde eine gute Sache, weil das ist auch für die Fans wieder was, ne? Wo du wieder ein bisschen näher rankommst, ne?